frage Sie jetzt, meine Damen und Herren, nach einem Gemüse. Und zwar, welches Gemüse haben Sie als Kind ganz besonders gehasst? Geht jetzt an diese Seite. Spinat. Spinat habe ich schon, ja. Brokkoli kommt mehrmals. Was soll ich? Pilze. Ich glaube, ich nehme den Brokkoli. Der kommt mir persönlich auch sehr nah. Und zwar habt ihr jetzt, Olli und Mario, ihr habt den größten Brokkoli der Welt gezüchtet. Er ist 12 Meter hoch. Ja. Und deshalb bekommt ihr jetzt Besuch von Barbara von RTL Mein Garten. Ja. Die will nämlich. Ist die dick, die das moderiert? Natürlich, die sind alle dick, die das moderieren. Wieso soll, du bist jetzt die ganz charmante Barbara von Mein Garten. La Barbara wäre gut. La Barbara. Ich mach's nur für dich. Pass auf, das Problem ist jetzt für Olli und Mario, ihr seid eine Person. Das heißt, ihr dürft immer nur abwechselnd ein Wort sagen, um diese Sätze zu bilden für das Interview. Und eine Person braucht natürlich auch eine Schürze. Die habe ich euch mal von mir von zu Hause mitgebracht, wenn ihr dann mal bitte kommt. Ja. Dann kann ich euch die schön hier umhängen. Barbara, du kommst auch. So. Oh. Und die Frau Barbara von Mein Garten, die macht das schon. Du kannst dich schon mal setzen. Ne, ich gebe euch noch viel mit den Händen. Ja. So, ich glaube, das ist sehr, sehr schön. Aber denkt einfach an den 12 Meter großen Brokkoli. 12 Meter? Ja, 5 Meter war er doch eben. 12 Meter ist der hoch. Und den spielst du, oder was? Nee. Mirko? Also ich würde damit sagen, viel Spaß bei Wort für Wort und ich übergebe an meinen Garten. Achso, ja, ich verstehe. Hallo, hier sind wir wieder bei RTL Mein Garten und neben mir steht ein wahres Wunder, denn Herr Mörike hat, ganz anders als es sein Name vermuten lässt, Brokkoli angepflanzt, aber nicht irgendeinen, sondern einen riesigen. Wie ist Ihr Gefühl bei diesem 12 Meter langen Riesengemüse? Ich habe einen großen Stolz, dass dieser Brokkoli derartig nach oben. Ah, waren zwei Wörter. nach oben gewachsen ist. Stolz ist ja kein Ausdruck. Wie ist es überhaupt so weit gekommen? Waren es Spezialsamen? Frau RTL. Das kann ich heute leider gar nicht verraten. Vielleicht morgen? Vielleicht. Sagen Sie uns doch, wie sieht dieser Brokkoli aus? Er ist ja nun in dieser Turnhalle hier in Bad Bergzabern aufbewahrt. Wie sieht er aus? Er hat eine riesen Wurzel, damit er auch lebt. Innerlich. Und was hat er noch? Er blüht wie eine Sau. Eine Sau, so schön. Können Sie denn kurz den Duft beschreiben und die Farbe? Die interessiert unsere Zuschauer auch sehr. Die Farbe geht mehr ins Pastell. Farbige. Wie haben Sie denn diesen Brokkoli geerntet und in diese große Mehrzweckhalle transportiert? Das kann ich heute sagen, denn es ist im Vertrag festgelegt, dass der Mercedes immer zur Brokkoli-Abtransportierung bereit stehen muss. Wie viele Menschen waren schon hier und was haben die Menschen so gesagt? Hat man ihnen gedankt? Hat man sie beglückwünscht? 7 Millionen Menschen waren hier und haben gesagt, toll. Dann bedanke ich mich für dieses erschöpfende Gespräch und gebe zurück zu Peter Köppel.